Ja, genau. Ich bin der BG, Daniel auch genannt. Es geht um TLS 1.2, also die von euch gerade ein Notebook vor sich haben und was Genaues wissen wollen. RFC 5246 ist das RFC dazu. Die Folien sind alle Copy und Paste aus dem RFC. So. Bis auf eine, die ist selbst gemacht. Keine Panik, halt jetzt, ihr werdet nur mit ASCII-Art konfrontiert. In den Folien. Auf der Tafel ist es anders. Genau, Hast es du geht. keinen Doktor darauf gemacht, oder? Was? Hast du keinen Doktor darauf gemacht, oder? Nein. Gut, dann hat das keinen Nachteil. Nee, wenn ich meinen Doktor damit gemacht hätte, dann hätte ich auch mehr als 6 Folien. Und würde mir das jetzt nicht alles aus den Fingern saugen. Ach ja, wichtig zum Vortrag. Der ist voll interaktiv. Das heißt, ich baue darauf, dass wenn ihr Fragen habt, die Fragen stellt. Also, falls ihr nicht dazwischen quatschen wollt, könnt ihr auch einfach eure Hand heben. Ich gucke regelmäßig ins Publikum, ich sehe euch alle. Ich nehme euch dann sofort dran. Kann nämlich durchaus sein, dass ich irgendwas Interessantes vergesse. Wir haben 2 Stunden Zeit. Ich habe gedacht, ich hätte nur 1 Stunde Zeit. Darum können wir auch ruhig in die Breite gehen, mal ein paar Details diskutieren. Ich mag noch anmerken, ich habe mich eigentlich nur mit TLS 1.2 beschäftigt. Das ist die neueste Variante und die ist sehr wenig verbreitet. Also so richtig neu ist das auch nicht mehr. Das ist 2008. Also man wird jetzt denken, ne, 2008, das ist jetzt 4 Jahre her. Da könnte das ja eigentlich so ein Browserhersteller ja vielleicht mal eingebaut haben. Oder so ein Webserveranbieter oder halt die ganzen Leute, die halt sowas benutzen. Ne? Ist aber nicht. Also wenn ihr einen Browser mit TLS 1.2 haben wollt, dann habt ihr die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also um genau zu sein, zwischen Opera, dem neuesten, und Internet Explorer ab Version 8. Ist dann aber auch nicht per Default enabled, sondern das muss man dann explizit nochmal anschalten. TLS 1.2 löst einige Probleme der Vorgänger. Zum Beispiel, also, ihr habt wahrscheinlich alle von dieser Beast Attack gehört. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das ist so ein ganz populär gewordener Angriff auf TLS. Und die haben dann damit dann doch einige Sicherheitsfeatures umgehen können. Und alle dachten, das wäre toll und sicher. Und dann hat sich herausgestellt, na, so toll und sicher war das dann doch nicht. Und dann gibt es jetzt noch die neuere Crime Attack. Die funktioniert auch mit TLS 1.2. Die würde auch mit SSH funktionieren. Und da gibt es so ein prinzipielles Problem mit, das erkläre ich aber nachher nochmal im Groben, wie diese Attacken funktionieren und warum die funktionieren. Wie gesagt, TLS 1.2, das Neueste. Angefangen hat das mit SSL. Die meisten kennen es auch nur unter SSL. Und es ist auch von der Versionsnummerierung ein bisschen irritierend. Die haben angefangen mit SSL, dann gab es SSL 2.0, dann gab es SSL 3.0, dann hat die IETF das übernommen und das in TLS umbenannt. Und dann gab es TLS 1.0, TLS 1.1 und TLS 1.2 jetzt. So. Jetzt machen wir mal die nächste Folie. Genau. Oh Mann. Das kann man von hinten nicht lesen, wa? Keine Chance. Nee, keine Chance. Ich vorlesen. Egal, ja, das sind nur 5 Wörter. Das kann ich vorlesen. Das geht durchaus. Das kann man sich auch vielleicht noch merken. Also wir fangen an, wir haben hier den Plaintext. Das ist das, was wir verschwenden wollen. Der nächste Schritt, wenn wir etwas über eine TLS-Verbindung verschicken, ist, dass wir es komprimieren. Dann fügen wir einen Message Authentication Code hinzu. Das ist ein Integritätscheck, eine Prüfsumme quasi, eine kryptografisch sichere. Dann verschlüsseln wir es und dann schicken wir es über die Leitung. Das wäre jetzt ungeschickt. Ich sollte euch vorher mal erklären, wie das gedacht ist mit TLS. Und zwar, also wie das logisch konzeptioniert ist. Und zwar ist TLS ein sicherer Tunnel basierend auf einem zuverlässigen Datenstrom.
Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch TCP kennt, wie sich TCP so anfühlt. Aber TCP ist halt so eine Stream Connection, wie halt eine serielle Schnittstelle. Und genau auf sowas setzt TLS auf und sowas bietet es auch als Interface nach oben wieder. Das heißt, man führt halt da einen Stream rein und da kommt ein Krypto-Stream raus. Oder das geht dann über als Krypto-Stream über eine Stream-Verbindung. Und der Prozess ist halt eben Klartext, wird komprimiert, wird dann eine Prüfsumme hinzugefügt, dann verschlüsselt und dann geht es über die Leitung. Lesen kann man das wahrscheinlich auch nicht, aber das ist der grundlegende Aufbau, und zwar ist TLS ein sogenanntes Record-Based Protocol. Das heißt, wir haben es zwar oben, ganz oben und ganz unten mit Streams zu tun, aber dazwischendurch geht es in Paketen weiter. Und zwar werden die Daten in Pakete zusammengefasst und so ein Paket besteht dann aus einem Typfeld, der Versionsangabe, einer Längenangabe und dann kommen die Daten. So geht das dann quasi über diese Stream-Schnittstelle. Ich habe hier hinten diesen Cypher-Block, das ist halt der verschlüsselte Block mit den Daten. Da gibt es verschiedene Varianten, das habe ich hier unten so ein bisschen aufgeführt. Also es gibt die Methode, das mit einer Block-Cypher zu verschlüsseln, im CBC-Modus. Man kann eine AEAD-Cypher nehmen, das erkläre ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Und eine Stream-Cypher. Das sind so die drei groben Modi, wie man verschlüsselt kommunizieren kann. Und genau, dann machen wir das jetzt erstmal. Fangen wir erstmal an mit der Block-Cypher. Mit CBC-Modus. CBC-Modus erkläre ich jetzt nicht. Müsst ihr auch nicht wissen, was das ist, wie es genau funktioniert. Im Prinzip ist das einfach, man hat einen Block an Daten und kann ihn mit einer Blockchiffre dann im CBC-Modus als Block verschlüsseln. Der Haken an der Sache ist, dieser Block muss das Vielfache einer gewissen Länge sein, der sogenannten Blocklänge der Block-Cypher. Und da unsere Daten, die wir so bekommen, das in der Regel nicht erfüllen, müssen wir das padden. Und genau das haben wir hier. Wir haben den Content, das heißt die eigentlichen Daten. Dahinter fügen wir die Prüfsumme ein. Und dann machen wir hier Padding mit einem unterschiedlich langen Padding-Feld. Und dann natürlich noch eine Angabe, wie lang dieses Padding-Feld ist, ganz am Ende des Paketes. Das ist eigentlich ganz lustig. Und das ist schon so die erste Sache, wo sich die meisten viele Implementierungen auf die Schnauze legen. Dieses Feld für die Padding-Länge ist genau ein Byte lang. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, ein Padding in der Größe von 0 bis 255 Bytes einzufügen. Und man kann da beliebig wählen, solange das Ergebnis dann Vielfaches der Blocklänge ist. Und das kriegen die meisten Implementationen schon nicht hin. Also, so, ich glaube, im Nokia-Telefon oder so gab es da sowas, die konnten zum Beispiel nur die minimale Padding-Länge vertragen. Und wenn man das anders gemacht hat, hat es halt groß rum gemacht. Das war wenig cool, vor allem, weil man zum Verschleiern der echten Paketgröße, was manchmal ja sehr interessant ist, natürlich da gerne zufällige Werte reinsetzt. Da kann man dann auch irgendwie nicht gleich verteilten Zufall nehmen, um da statistische Angriffe zu erschweren. Muss man sich natürlich gucken, was für Angriffe wären da auf die Verbindung unter Umständen möglich. Aber im Prinzip, genau hier vorne, habe ich gerade noch vergessen, IV braucht man noch dafür, Initialisierungsvektor, das ist so ein Startwert. Hat eine Länge von 8 Byte. Die Länge des Mac-Feldes ist unterschiedlich, je nachdem welcher Mac-Algorithmus ausgehandelt wurde. Content, natürlich weiß man nicht, wie lang das ist. Padding habe ich erzählt und das Padding-Feld hat eine Länge von 1 Byte. Anzumerken ist noch, der Content ist, steht hier ganz unten, das ist der komprimierte Plaintext schon. Also, wie gesagt, der erste Schritt ist Komprimieren der Daten. Und dann
wird das hier als Content weiterverarbeitet. Das Komprimieren ist eigentlich nicht optional, aber ansonsten eigentlich schon doch. Es klingt komisch. Im Standard steht halt drin, es wird immer komprimiert, aber der Standardkompressionsalgorithmus ist 0 und das ist der einzige, der spezifiziert ist im Standard. Das ist ein bisschen komisch. Es gibt aber ein anderes RFC, was einen zusätzlichen Kompressionsalgorithmus hinzufügt, und das ist Deflate. Und das ist der einzige, der auch benutzt wird. Und der einzige, der in einem RFC spezifiziert ist, ja? Paddingfeld, hast du gesagt, ist ein Byte lang. Das Längenfeld für das Padding. Genau, das heißt, du kannst maximal 255 Byte an Padding reinpacken. Ja. Reicht das für den Normalsterblichen oder? Das reicht eigentlich immer. Also mit 2 Byte, also eine 2 Byte Größe und dementsprechend 255 Quadrat Möglichkeiten nicht besser sein. Nee, also die 2 hoch 16, 65.536 Möglichkeiten braucht man nicht. Und zwar so eine Blockcipher hat in der Regel eine Blocklänge von 8 oder 16 Byte. Das sind so die einzigen beiden gewöhnlichen Größen. Das heißt, man käme, eigentlich bräuchte man im höchsten Fall würde man 15 Bytes anfügen. So, und der Rest ist halt so optional zum Verschleiern der eigentlichen Paketgröße. Ja. So sieht das im CBC-Modus aus, wenn der ausgehandelt wird. Richtig cool und modern ist der AEAD-Modus. AEAD steht für Authenticated Encryption and Additional Data. Klingt cool, ist es auch. Und zwar bedeutet das, dass man, also das ist das, was man eigentlich haben will und das, was die modernen Betriebsmodi für so kryptografische Verfahren auch sind. Man hat halt irgendwelche Daten, die will man verschlüsseln und integritätssichern. Und dann hat man dazu noch irgendwelche anderen Daten, die will man nicht verschlüsseln, aber die will man auch integritätssichern. Das heißt, man macht eine Prüfsumme über alle Daten und verschlüsselt dann einen Teil der Daten. Da gibt es verschiedene Modis, wie man das jetzt genau macht, mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Es gibt irgendwelche Verfahren, die sind dann auch patentiert. Da ist aber auch in dem eigentlichen RFC 5246 ist da kein Verfahren für vorgeschlagen, da ist nur spezifiziert, wie das aussieht, wenn man so ein Verfahren benutzt wird. Es gibt dann Erweiterungs-RFCs, die dann speziell Kombinationen und Algorithmen spezifizieren, die man dann benutzen kann. Da ist dann irgendwie GMAC und sowas. Ich glaube, ERX ist auch spezifiziert. Das sind so Modi, die das benutzen. Ja, Phil. Was ist der Unterschied zwischen Generic Block Cipher und AEAD? Also, wie gesagt, CBC. Also, CBC ist mir schon klar, Out of Operation. Das ist auch CTR oder das, was ich sonst was hinschreibe. Es gibt noch CBC-Modus. Gibt er nur vor. Das ist das Einzige, also, was möglich ist. Ich kann keine andere Mode of Operation. Für Generic Block Cipher gibt es nur CBC-Modus. Okay, und AEAD lässt mich das freispezifizieren oder? AEAD musst du dann halt in einem anderen RFC angeben, was für ein Modus das ist. Also so generell benutzt man halt bei AEAD-Verfahren oft CTR-Modus zum Verschlüsseln und Galois-Feld. Ja, also ist das einfach sozusagen also ein RFC zu AEAD, wo man das halt frei spezifizieren kann, welchen Algorithmus man wählt. Man muss nicht CBC auswählen, oder? Der Unterschied ist einfach der, bei CBC hast du nur eine Encryption und die Authentication kommt durch den Mac. Und AEAD Cipher ist immer Encryption und Authentication. Das ist der Name. Ah, okay. Und da gibt es dann wieder verschiedene Bezugsgruppen wie DCM oder CC. Also AEAD ist nicht ein Verfahren, sondern ist quasi so ein Interface. Also Möglichkeiten, also Dynamik sozusagen. Ja, da kannst du halt, also es gibt halt verschiedene AEAD-Verfahren, zum Beispiel GMAC, nee, das heißt dann anders. GCM. Ja, genau, GCM-Modus oder EAX-Modus oder, ach, ich habe
Okay, dann weiß ich Bescheid, das war mein Problem. Ja. Und das ist eigentlich auch das Coolste und das Schnellste, was man benutzen kann. Man sieht auch, dass die Struktur da viel einfacher ist. Und zwar gibt man da nur eine explizite Nonce an. Und dann kommt der Content, so wie er aus dem IAD-System rauspurzelt, verschlüsselt, wird dann angefügt. Also dieses IAD-Verfahren spezifiziert auch so, jetzt kommt erst der verschlüsselte Teil und dahinter kommt dann der MAC oder umgekehrt. Oder kann halt beliebig sein, das muss das Verfahren dann halt spezifizieren, wie das genau übersetzt wird. Ja. Eine Frage, welche Sachen sind davon denn jetzt neu für TLS 1.2 eigentlich? Also wird das auch schon unterstützt jetzt mit den Browsern, die wir jetzt haben und mit den... IAD ist neu. Ey, das war nicht cool. Was jetzt? Ja, von wem? Von meinem Notebook. Also TLS 1.1 kann dann nur CVC als Modus, oder? Genau. Und das wird da auch ein bisschen anders benutzt. Also hier haben wir einen expliziten IV, Initialisierungsvektor. Und den haben wir bei TLS in den Vorherversionen und bei SSL so nicht. Weil bei den alten Versionen wird dann halt irgendwie das Ende vom Paket, also das Ende vom verschlüsselten Bereich, also das hier, was hier mit, was hier doppelt eingerahmt ist, ist der verschlüsselte Bereich. Also der IV ist halt im Klartext und das hier ist alles mit dem CBC-Modus verschlüsselt. Und da wird dann der letzte Block aus dem verschlüsselten Bereich wird dann als Initialisierungsvektor für den nächsten Block benutzt. Das ist auch so eine Schwachstelle, die halt beseitigt wurde, weil das war das, was sie in der Beast, im Beast-Angriff benutzt haben. ARD ist, meine ich, neu und Stream hatte ich jetzt noch gar nicht so viel zu erzählen, das ist noch simpler. Das ist von Anfang an dabei. Der fängt auch an im Stream-Modus mit der Null-Cypher. Ganz gut. Und dem Null-Mac. Und zwar eine Stream-Cypher funktioniert halt so, dass sie einzelne Bits oder einzelne Bytes verschlüsseln kann. Hat dafür aber im Gegensatz zu einer Block-Cypher einen internen State. Das ist halt sowas Klassisches, was auch beim Militär oder bei Funkgeräten oder so oft benutzt wird. Weil das eigentlich ziemlich praktisch im Einsatz ist, aber man muss da halt auf ein paar Dinge achten. Weil wenn man den gleichen Stream generiert, dann ist sofort die Sicherheit weg. Also da wird halt alles verschlüsselt, einfach der Content und dahinter die Mac und fertig. Total simpel. Gibt es dazu noch Fragen? Okay, dazu erstmal noch nicht. Aber das ist jetzt schon der richtig spannende Teil. Sekunde. Wollt ihr noch was wissen zu... Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Wollt ihr noch was wissen zu Block-Ciphers und Stream-Ciphers? Wisst ihr, was das ist? Oder ist euch das unbekannt? Taucht ein Fragezeichen bei euch im Kopf auf, das ist nicht schlimm. Muss nicht jeder Kryptographie studiert haben. Okay, keine Frage. Ihr könnt nachher auch noch fragen. Schreib deine Rufnummer an, wir fahren nicht damit. Videoaufzeichnung, ich schreibe da bestimmt nicht meine Rufnummer jetzt gleich an die Tafel. Wieso nicht, Daniel? Ich kann deine dran schreiben, warte mal. Nee, das hast du nicht. Der Philipp kann euch das nämlich auch erklären, der hat nämlich auch mal IT-Sicherheit studiert. So, wir haben jetzt, haben uns angeguckt, wie das eigentlich so läuft, wenn es denn mal läuft. Ja, also wenn das Ganze gebootstrapped wurde. Aber das Interessanteste an so einem Verschlüsselungssystem zum Aufbauen einer sicheren Verbindung über einen unsicheren Kanal ist ja natürlich, wie man das Ganze bootstrappt. Dafür gibt es, ja? Was für ein Strip? Bootstrap? Ja, Bootstrap. Das kenne ich vom GCC her. Ach, ja, der GCC macht das auch. Aber, was heißt das jetzt hier, bootstrappen? Bootstrappen ist ein allgemeiner Ausdruck und bedeutet, sich an den eigenen Schnürsenkeln aus der Masche zu ziehen. Ach so. Und
ist halt so, wie man die Startprobleme überwindet. Also zum Beispiel, also eigentlich im Computerbereich wird das meistens benutzt beim Booten. Ja, ihr wisst, wie ein Programm geladen wird. Das wird so geladen, dass es einen Lader gibt, der lädt das Programm in den Speicher und startet es dann. Dann stellt man sich natürlich die Frage, wer lädt den Lader? Naja, der wird vom Betriebssystem geladen. Wer lädt das Betriebssystem? Der Bootloader. Wer lädt den Bootloader? Ja, das BIOS. Ja, und wer lädt das BIOS? Ja, so werden Computer gebootstrapped. Und zwar liegt das dann einfach schon im Speicher. Da muss man dann halt immer so einen fiesen Trick machen, damit es dann doch irgendwie geht. Wenn man halt so Ketten hat, ne? In dem Fall, na, ich möchte gerne ein Geheimnis austauschen, um sicher zu kommunizieren. Naja, aber um das Geheimnis auszutauschen, brauche ich einen geheimen Kanal. Und da beißt sich die Schlange in den Schwanz. So. Und dafür gibt es halt die tollen asymmetrischen Verfahren. Wem sagt asymmetrische Kryptographie was? Fangen wir mal so rum. Das sind nicht alle, das ist super. Dann darf ich das nämlich jetzt gleich erklären. Ja, machen wir das doch mal. Ich habe ja angedroht, ich benutze die Tafel. Nehmen wir mal den hier. Der sieht gut aus. Ist auch voll nur drauf, also kannst alles benutzen. Echt? Cool. Ja. Okay, also klassisches symmetrisches Kryptoverfahren. Wir haben einen Plaintext. Wir haben unsere magische Encryption-Box und da fällt der Ciphertext raus. Und dann haben wir den umgekehrten Weg mit der magischen Decryption-Box. Aus der kommt der Plaintext raus und wir werfen den Ciphertext rein. So funktioniert Verschlüsselung. Also jetzt auf abstraktem Niveau. Beim symmetrischen Verfahren, ne, wir brauchen ja ein Geheimnis. Wenn wir jetzt das einfach nur so machen würden, wäre das total langweilig, weil dann könnte ja jeder entschlüsseln. Also brauchen wir ein Geheimnis, das ist der Schlüssel K, und den brauchen wir sowohl zum Entschlüsseln als auch zum Verschlüsseln. Das ist klassische symmetrische Kryptographie. Soweit so gut, das gibt es seit Anbeginn der Urzeit. Hat auch oft gut oder weniger gut funktioniert, gibt sehr gute, schnelle Verfahren für, macht riesen Spaß und ist gut erforscht. Aber total unpraktisch, wenn man halt erstmal überhaupt einen sicheren Kanal aufbauen möchte. Weil man muss ja irgendwie dieses K sicher auf beide Seiten kriegen. Das heißt, also da. Ja, und dann dafür wurden die asymmetrischen Verfahren entwickelt. Die funktionieren nämlich etwas anders. Und zwar gibt es dann ein K-Pub. Und das ist nicht die Kneipe. Und ein K-Priv. Der ist zum Entschlüsseln da. Also wir haben einen öffentlichen Schlüssel, Public Key, und einen Private Key. Man erzeugt die beiden normalerweise mit einem Computerprogramm an seinem Rechner und die hängen mathematisch zusammen. Und zwar hängen die sehr kompliziert mathematisch zusammen, und zwar so, dass man aus dem öffentlichen Schlüssel nicht den privaten Schlüssel berechnen kann in brauchbarer Zeit. Theoretisch geht das immer, dass man den berechnen kann, aber halt. Die Verfahren werden so ausgelegt, dass das Universum kollabiert, bevor man da mit der Rechnung fertig ist. Das heißt, theoretisch irgendwie möglich, wenn man annimmt, dass das Universum ewig existiert und man sich ewig Zeit lassen kann. Aber da wir in einem echten Universum leben, mit echten Grenzen, gibt es da Grenzen für das, was man rechnen kann in diesem Universum. Genau, die hängen zusammen. Und den K-Pub, den veröffentlicht man dann und damit kann jeder dann eine Nachricht verschlüsseln und an den Inhaber des privaten Schlüssels senden und der kann das dann wieder entschlüsseln. Das ist eigentlich ein total super Ding, das wurde so knapp nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden, das war auch ganz gut so, weil das hat sich halt vor allem im Krieg problematisch herausgestellt, diesen geheimen Schlüssel überall auszutauschen. Und
Ich gehe da jetzt nicht historisch näher darauf ein, dass das den Nazis nicht gelungen ist, da sicher den Schlüssel auszutauschen. Das ist eine kompliziertere Geschichte. Auf jeden Fall gab es das dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Briten hatten das zuerst erfunden, dachten aber, das ist total nutzlos und haben das wieder in die Ecke geworfen. Und dann kam der erste öffentliche Mathematiker darauf und hat das veröffentlicht. Und dann hat das große Wellen geschlagen und alle fanden das toll. Und dann hat das MI5 oder so, hat das dann in seinen Archiven gefunden und hat sich verdammt geärgert, dass sie ja eigentlich schon viel früher auf die Idee gekommen waren, aber das nicht benutzt haben. Naja, wie das halt so ist bei großen Behörden, da geht auch mal was unter. manchmal halt auch gute Dinge. Und die haben das dann sofort, also das war der Diffie-Hellman. Nee, Diffie war einer und der Hellman, die beiden zusammen, das waren zwei Leute, genau. Winfield Diffie war das, glaube ich. Und Hellman weiß ich gar nicht, wie der mit Freunden hieß. Auf jeden Fall, die haben das erfunden, sich patentieren lassen. Und das ist eigentlich ein total einfaches Verfahren, was die hatten. Zeit ist genug da, dann kann ich das erklären. Damit man sich mal vorstellen kann, wie sowas in echt aussieht. Ne? Das ist ein total simples Verfahren, da ist keine große Mathematik. Wenn ihr da so bis in die Oberstufe gekommen seid mit eurem Mathewissen, reicht das jetzt vollkommen aus. Und wenn ihr es nicht verstanden habt, ist auch nicht schlimm. Und zwar ist das so, ich rede jetzt mal von zwei Parteien, A und B. Und A denkt sich ein XA aus und B denkt sich ein XB aus. So. Und die haben sich vorher auf ein G geeinigt. Das sind alles Zahlen. So. A berechnet jetzt G hoch XA. B berechnet G hoch XB. Ne? Exponentiation. Und die tauschen das aus. So, das nennt sich jetzt hier Groß B und das Groß A. Und dann berechnen die, berechnet jetzt die Seite A, A hoch XA, und der berechnet B hoch XA. Und das sind die gleichen Zahlen, weil das ist jeweils G hoch XA hoch XB, beziehungsweise umgekehrt, und das wissen wir ja noch alle, das ist g hoch xa mal g hoch xb. Ne, Multiplikation ist kommutativ. Wie wir leicht sehen, ja. Ja, und dann sind das auf beiden Seiten die gleichen Zahlen. Jetzt denkt man sich, ja, ich habe in der Schule aufgepasst, und zwar ein bisschen weiter als Exponentiation, ich weiß auch noch, dass es einen Logarithmus gibt. Ne? Und dann kann doch der Angreifer hier einfach aus dem A oder aus dem B, ne, den Logarithmus zur Basis G ziehen. Und dann hat der hier auch das Geheimnis. Ja, kennt er den G? G kennt er. G kennt die ganze Welt. Wenn er G nicht kennen würde, wäre das ja langweilig, weil da müssten ja wieder ein Geheimnis vorher ausgetauscht haben. Ist das G fest eigentlich? Oder? Das G ist fest. Okay, also für alle ja, Kommunikationsvorgänge. Ja, es gibt. Ne, also man einigt sich vorher auf ein G. Und also. Aber kann mitgehört werden und ist darum. Ja, das ist bekannt und es gibt halt für diverse Verfahren gibt es halt festgelegte Gs. Okay, Der Trick ist hierbei, man macht das nicht ganz so plain, man macht das. Diskret nennt man das. Und zwar ist das Modulo N. Alles. So. Modulo, das lernt man nicht in der Schule. Eigentlich schon, aber man vergisst es sofort wieder. Wird oft als fünfte Grundrechenart bezeichnet. Ist auch total cool und kann man voll viel machen, vor allem in der Kryptographie mit. Kennt ihr alle aus der Grundschule, das ist der Rest bei der Division. Ne? Wir dividieren, 7 durch 3 macht 2 Rest 4, Rest 1, ne? Und dann ist 7 modulo 3, 1. Und das heißt, es gibt da so ein
Overrun quasi. Ne? Und wenn man so eine Struktur hat, wo es halt diesen Overrun gibt, dann ist das mit dem Logarithmus nicht mehr einfach. Weil das dann, also normalerweise hat der Logarithmus ja so eine wunderschöne Kurve, wird dann immer flacher. Ne? Und wenn man das jetzt im Diskret mal sich groß anguckt, dann ist das halt irgendwie, und auch nicht irgendwie so, eigentlich, ne, wild verteilte Punkte. Total, und das ist, da gibt es große Forschung, ob man das nicht doch irgendwie berechnen kann. Man kann nicht mathematisch beweisen, dass man es nicht anständig berechnen kann. Aber man sucht da seit irgendwie, welches Jahr haben wir? 2012, ne? Seit so 70 Jahren oder so sucht man danach, wie man das machen kann. Hat nichts gefunden. Man ist sich auch relativ sicher, dass das schwer ist, so ein Verfahren zu finden, um diesen Logarithmus zu berechnen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das nicht zurückrechnen kann, dass man hier aus diesem b nicht das x hoch b berechnen kann und aus dem a nicht das x hoch a, dann kann man auch das hier, kann der Angreifer das ja auch nicht ausrechnen, wenn er weder xa noch xb kennt. Das n war bekannt, ne? N ist auch bekannt. Wie groß sind die Zahlen in etwa? Wie viele Bit haben die? Also unter 1024 Bit macht das keinen Spaß. Also auf der CPU, also der CPU macht das schon Spaß, ja, aber als Kryptograf sagst du, unter 1024 Bit, das rechne ich auf meinem Handy. Ja, bei kleinen Zahlen kann man das natürlich dann doch knacken, aber wenn man nimmt halt hinreichend große Zahlen, also meistens nimmt man heute 2048 Bit. Ja, wenn man ein bisschen mehr paranoid ist, nimmt man 496. Das ist jetzt ein einfaches Verfahren, um halt so einen Schlüsselaustausch. Also, ja, Schlüsselaustausch ist das ja nicht. Weil, also das nennt sich eigentlich ein Key Agreement Verfahren. Weil wir haben ja keinen Schlüssel, also A weiß an der Stelle nicht, was da am Ende rauskommt, und B weiß da vorher auch nicht, was da am Ende rauskommt. Das heißt, wird kein Schlüssel ausgetauscht, sondern man einigt sich auf einen Schlüssel. Es gibt dann nachher noch erweiterte Verfahren, wie man Daten halt so verschlüsseln kann und übersenden kann. Aber das ist ja ein schönes, einfaches Verfahren, was man mal gut so an der Tafel eben skizzieren kann und wofür man kein großes Mathe-Voodoo braucht, um das zu verstehen. So. Genau das haben wir. Und wenn wir sowas haben, dann müssen wir ja nur noch irgendwie diesen K-Pub austauschen, den öffentlichen Schlüssel. Also da muss natürlich dann sichergestellt sein, dass ich auch wirklich den von meinem Gegenüber habe. Ja. Wenn ich jetzt hier mit Philipp kommunizieren will, der da hinten sitzt, und ich frage den, was ist dein öffentlicher Schlüssel, und er sagt, ah, das schreibe ich dir auf und das reiche ich dir durch, und dann reicht er mir hier den Zettel durch, und der Drago, das ist der Böse, der sagt dann, ha, ich setze mich dazwischen, und ich tausche jetzt den Zettel aus und tue da meinen Zettel rein, und der setzt sich zwischen unsere Verbindung, dann kann er natürlich trotzdem alles abhören. Richtig, das ist der Trick an der Sache, da gibt es die CAs, die Certificate Authorities. Certification Authorities. Und zwar kann man nicht nur verschlüsseln, sondern man kann das quasi auch umgekehrt machen. Dass man mit dem hier verschlüsselt und mit dem entschlüsselt, das nennt sich dann Signatur. Das heißt, ich erzeuge dann umgekehrt ich mache das jetzt mal hier drunter. Und zwar nennen wir das dann M. Und das ist dann S, und hier tun wir K Priv rein. Und hier haben wir V. Und dann haben wir unten Sig.
Und hier ist der Trick, das ist ein sogenanntes Signaturverfahren. Wir nehmen halt eine Nachricht, erzeugen dann eine Signatur mit dem privaten Schlüssel. Das heißt, ich berechne einen bestimmten Wert und jemand anders kann dann überprüfen, dass ich diesen Wert erzeugt habe. Der gehört meistens zu einer Nachricht. Das heißt, ich nehme eine Nachricht und füge dann eine digitale Signatur an. Das ist halt das zweite wichtige Verfahren. Und meistens kann man aus dem einen das andere herleiten. Also vor allem aus dem kann man das herleiten, umgekehrt geht das nicht unbedingt. Das ist halt auch total wichtig, funktioniert im Prinzip genauso. Und damit kann man Dinge unterschreiben. Und damit unterschreiben die Leute dann in der Regel ihren öffentlichen Schlüssel. Und dann, wir nehmen wir jetzt mal, nehmen wir hier den Zeus. Ja. Der ist gut. Okay. Der, den kennen Philipp und ich. Ich auch. Du kennst ihn auch, das ist gut. Er unterschreibt auch deinen Schlüssel. Und Zeus sagt, ja, ich bin eine vertrauenswürdige Person. Auf jeden Fall. Total integer, man sieht's. Und wir glauben dem alle. Und der sagt, okay, Leute, jetzt zeigt mir jeder mal von euch seinen Ausweis und seinen öffentlichen Schlüssel und ich hau da meinen Stempel drauf, meine Signatur und sag, das gehört zu dem. Dann kenne ich vielleicht Philipp noch nicht, aber Philipp sagt, ey, schick mir mal deine geheimen Vagas oder dein geheimen Porn. Und dann sag ich, ja, aber nur verschlüsselt. Dann sagt Philipp, ja, ja, du kannst mir vertrauen, weil ich habe hier meinen öffentlichen Schlüssel und ich habe die Signatur vom Zeus, dass das auch wirklich ich bin und der Schlüssel zu mir gehört. Und dann kann ich sagen, okay, wenn der Schlüssel zu dir gehört, dann verschlüssel ich die Sachen damit und schicke sie dir und dann kann das niemand anders lesen, außer Philipp. So weit, so gut. Das ist das mit den Zertifikaten. Das kann man über... Das kann man jetzt auch über ein paar Hierarchieebenen machen, ne? Dass der Zeus dann auch ein Zertifikat hat von wem anders, das dazu führt, dass ich dem Zeus glaube. Ne? Wie gesagt, das sind dann diese Bäume, die sich aufbauen, das sind diese Zertifikate, wo ihr im Browser gefragt werden, ob ihr da jemandem glauben wollt oder nicht. Und in der Praxis läuft das so, dass diese Zertifikate einfach mit eurem Browser mitkommen, die Ursprungszertifikate. Ne? Haben wir wieder dieses Bootstrap-Problem. Naja, woher kriege ich mein erstes Zertifikat her, an das ich dann all meinen Glauben hänge? Das ist in der Praxis so, das kommt einfach mit eurem Browser mit und ihr glaubt halt einfach, dass der Download von der Firefox-Exe eine gute war und dass die Zertifikate da drin stimmen. Da muss man halt mal hoffen, dass man nicht einen bösen Trojaner aufsitzt. Und man muss dann auch den Leuten vertrauen, die da drin stehen, als vertrauenswürdig. Ja, das ist auch ein, so ein Problem, weil, wenn jetzt hier der Drago, das ist ein richtig fieser, gemeiner, hinterhältiger Hacker, der bricht nämlich nachts beim Zeus ein und klaut dem seinen privaten Schlüssel und dann fängt der Drago auf einmal an, Zertifikate vom Zeus auszustellen. Das ist natürlich eine ganz fiese Sache, passiert auch in Wirklichkeit so. Nicht, dass bei dir angerufen so. Aber vom Prinzip her passiert sowas. Und dann muss man natürlich diese Zertifikate irgendwie zurückrufen. Und das ist dann halt immer so ein großer Streitpunkt. Mit diesen Zertifikaten wird richtig viel Asche gemacht. Also, ne, eure Bank, wo ihr da online irgendwie die Millionen Euro hin und her schiebt. Ja, schön. Ich denke auch gerne an mein Geld. Ja? Merkst du eigentlich, wie sich die Stimme so langsam in deinen Hals zuzieht? Meinst du mit der Zeit? Nein, nein. Hier der Traum ist der Böse. Ja, langsam. Und herschieben und Wares und so. So langsam. Ja, weißt du. Eng und deine Füße sollten warm werden. Du stehst immer auf weißem Kohl, könnte ich sagen. Ja, ich weiß natürlich, dass bei mir alles sauber und gut ist und vor allem gut verschlüsselt ist. Und wenn die bei mir zu Hause vorbeikommen, finden die nichts. Darum kann ich ganz in Ruhe von irgendwelchen bösen Dingen reden. Mach jetzt dazu Ja, ja.
Aber das macht Spaß, wenn man enge Sachen trägt. Ne? Man muss ja auch ein bisschen riskant leben. So. Okay, das ist das mit den Zertifikaten. Wie gesagt, da wird viel Geld mitgemacht und die Leute mögen das dann natürlich nicht, wenn man deren Zertifikat zurückruft. Weil dann ist auf einmal dein ganzes Geld flöten. Also nicht das, was du schon gescheffelt hast, aber das tolle Zertifikat, mit dem du so viel Geld verdient hast, ist auf einmal weg. Das ist blöd. Die Integrität des ganzen Baums, die da drunter hängt. Auch. Da kommen deine Kunden dann und sagen, ey, du hast Scheiße gebaut, ich will mein Geld zurück. Und dann ist das Geld, was du vielleicht vorher verdient hast, dann doch irgendwann weggesuppt. So, jetzt können wir das Licht mal wieder runternehmen. Die einzige Möglichkeit, die ganze Sache auf vertrauenswertige Füße zu stellen, ist, dass du bei den tollen Key-Signing-Partys dem anderen da Nase an Nase stehst. Ja, das ist so ein alternatives Konzept zu diesem CA-Baum. Ist halt das, also das ist mit den Zertifikaten, das ist halt so ein Baum. Ne? Also es gibt die. Die sogenannte RUT-CA, die unterschreibt halt irgendwie haufenweise Zertifikate, ja, und die unterschreiben dann wieder Zertifikate und irgendwann hier unten ist dann das Zertifikat, was mir die Webseite liefert und dann gehe ich halt diesen Baum hoch, bis ich da oben ankomme und da stellt mein Browser fest, ach, das kenne ich und dann kann man halt diese Kette verifizieren. So, solange das so funktioniert, ist das auch alles gut so. Aber wie gesagt, das ist so ein Baum, ne? Enge Kette, wenn da irgendwas bricht da drin, dann ist scheiße. Das heißt, wir müssen uns, man sucht dann nach Alternativen. Ne? Es gibt die Alternative Web of Trust. Das ist das, was du meinst mit den Key-Signing-Partys. Da haben wir hier mehrere Parteien. So, und A war bei ganz vielen Partys und hat alle unterschrieben. D war, kennt B und E und hat die unterschrieben. Und wenn ich jetzt E bin, dann kann ich halt sehen, dass D, dem ich vielleicht auch vertraue, B unterschrieben hat. Und dann kann ich hier diese Kette feststellen. Und wenn ich jetzt auch noch A vertraue, dann sehe ich, dass der auch B vertraut. Und dann sehe ich schon, zwei aus meinem Bekanntenkreis vertrauen dem. Das erinnert irgendwie so an Facebook, ne? Drei von deinen Freunden haben diesen auch zum Freund und machen Facebook sowas. Wäre cool, wenn sie es tun würden. Also ich mache kein Facebook, aber Grafiktheoretisch wäre das auch interessant. Wenn du deine Account verloren hast, kannst du bei euch inzwischen so eine Funktion nutzen, dass du vier von fünf Leuten oder so. Geil. Da gibt es auf jeden Fall was. Die fragen auch deine Freunde, ob das wirklich dein echter Name ist. Und so. Cool. Datenkranke Hello. Mhm. Okay, das ist das Web of Trust. Aber das wird im Browser nicht benutzt. Weil Browser ist ja seriös und die seriösen Leute arbeiten mit diesem Baum, weil das ist halt so organisatorisch sehr toll und für so hierarchische Strukturen funktioniert das auch total super. Ne? Die Telekom steht da voll drauf und hier unsere Uni Bochum macht das auch und ist auch ein bisschen einfacher zu handhaben. Ne? Also mit diesem Web of Trust, da sieht man schon, da gibt es viele Verbindungen und da muss man sich überlegen, ja, über wie viele Stufen möchte ich denn gehen. Ne? Der Freund meines Freundes, meiner Schwester, deren Schwager, ist das wirklich noch eine vertrauenswürdige Verbindung? Ne? Ist so ein bisschen heikel. So. Jetzt haben wir die Grundlagen zur asymmetrischen Kryptographie und Signaturen und so. Jetzt können wir mit dem eigentlichen TLS weitermachen. So. Genau. Bei TLS funktioniert das folgendermaßen. Es werden eine Reihe von Nachrichten ausgetauscht. Ping-Pong-Spiel. Der Client ist als erster dran. Der schickt an den Server, hallo, hier ist ein Client, ich will mit dir reden.
Er schickt im Prinzip als wesentliches Merkmal einen Zufallswert mit. Mehr nicht. Dann sagt der Server, jo, das, lass uns quatschen, schickt ein Zertifikat mit. Also in der Regel schickt er ein Zertifikat mit. Vom Prinzip her ist es optional, aber ohne Zertifikat macht das keinen Spaß. Er kann auch direkt schon eine Nachricht mitschicken, die halt irgendwie für diesen Key-Exchange wichtig ist. Das war ja das, was wir vorhin bei dem Diffie-Hellman-Zeug hatten, ne, mit dem G hoch XA. Das würde dann hier der Server mitschicken. Das wäre der Server-Key-Exchange. Er kann mit dem Certificate-Request kann er den Client nach einem Zertifikat fragen, ob der nicht auch ein Zertifikat hat. Und dann als letztes schickt er das Server Hello Done. Das sind die Nachrichten, die er schicken kann. Die hier mit dem Sternchen sind halt optional. Die muss er nicht schicken. Aber er muss wenigstens das Server Hello schicken und das Server Hello Done. Und dann ist der Client wieder dran. Der schickt sein Zertifikat, wenn er denn eins hat und schicken will. Er muss auf jeden Fall den Client Key Exchange schicken. Und Certificate Verify, ja, das ist optional, da kann er sagen, ob er das Zertifikat akzeptiert hat oder nicht. Oder ob er ein anderes will. Wenn wir bei diesem Schritt sind, wenn wir das geschafft haben, dann haben wir zwei Key Exchange Messages ausgetauscht. Und das reicht. Das haben wir vorhin gesehen bei Diffie-Hellman, ne? Der eine schickt seinen G hoch XA, der andere schickt sein G hoch XB und das ist genug, danach wissen wir, worüber wir reden. Es gibt noch ein anderes Verfahren, das heißt RSA, Rives Jamir Adelmann. Das ist halt so ein Verfahren, wo man halt Dinge verschlüsselt. Das ist auch das, was ich in meinem Server benutze. Das ist nämlich rechentechnisch ein bisschen simpler. Und zwar macht dann der Client den Hauptteil der Arbeit, der überlegt sich das Geheimnis, über das dann später gesprochen wird, verschlüsselt das mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers, das er im Zertifikat entnommen hat, und schickt das dann verschlüsselt an den Server, der das mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln kann. Und dann haben die das gleiche Geheimnis und wissen, worüber sie reden. Soweit, so gut. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ein Geheimnis ausgetauscht haben. Und zwar auf sicherem Weg. Abgesichert durch die Zertifikate. Dann kommt so ein Trick, und zwar die Change Cipher Spec Message. Das ist eine ganz besondere Nachricht. Wer die empfängt, muss umschalten. Und zwar, ne, wir sehen ja, beide Seiten haben jeweils eine empfangende und eine sendende Seite. Und man muss dann natürlich im richtigen Moment umschalten auf Krypto, damit das sauber funktioniert. Weil sobald du die erste Nachricht gekriegt hast, die nicht sauber verschlüsselt war, macht es Bumm und die Verbindung wird getrennt. Ja, das heißt, man muss dieses Umschalten richtig sauber machen und dafür gibt es diese Change Cipher Spec Message. Und zwar, wer die empfängt, muss sich darauf einstellen, dass die nächsten Nachrichten, die er empfängt, auch alle verschlüsselt sind. Nach dem ausgehandelten Verschlüsselungsverfahren. Das geht hier nämlich über das Client Hello und Server Hello wird ausgehandelt, was wie verschlüsselt wird, also welches Verfahren zum Einsatz kommt. Ob halt eine Block-Cipher, eine Stream-Cipher, welche Block-Cipher, welche Stream-Cipher und so weiter. Welche MAC-Funktion, das wird alles in diesen zwei Nachrichten ausgehandelt. Ich habe mich früher mal gefragt, wie wird denn sowas ausgehandelt? So Verhandlungen sind ja, das wissen wir aus dem menschlichen Umfeld, Verhandlungen sind immer unheimlich kompliziert. Wie machen Rechner eine zuverlässige Aushandlung? Das ist total simpel. Der Client sagt, was er kann und der Server sagt, was getan wird. Also richtig verhandeln, naja. Du wirst halt von der Wahl gestellt und der entscheidet dann. Ist sehr simpel, funktioniert aber ganz gut. Nachdem dann die Change Cipher Spec Messages ausgetauscht wurden, kommen die Finished Messages. Das ist quasi
ein spezieller Wert, das ist so eine Prüfsumme über all die Nachrichten, die über die Leitung gegangen sind. Wird halt eine Prüfsumme berechnet und die wird dann ausgetauscht. Das heißt, das dienen zwei Sachen. Erstmal ist das das erste verschlüsselte Paket, was über die Leitung geht. Da siehst du sofort, ob das mit der Verschlüsselung geklappt hat oder nicht. Ganz wichtig, ne, wenn da irgendwas schief gegangen ist, dann macht es direkt Bumm und die Verbindung ist weg. Und du kannst sehen, ob jemand irgendwie da Unsinn auf der Leitung getrieben hat, als diese Sachen ausgetauscht wurden. Weil, also wenn wir hier sind, bei diesen Anfangsnachrichten, haben wir natürlich keine Verschlüsselung. Dann haben wir halt diese Stream-Cypher 0 und den MAC 0 und die Kompression 0. Das sind halt so die Startwerte, halt total unverschlüsselt, total unsicher. Aber man hat halt am Anfang nichts Besseres. Und dann nach diesem Cypher, Change Cypher Spec Message haben wir die Finish Message. Und wenn das sauber geklappt hat, wir müssen beide Seiten überprüfen, dann ist alles gut. Dann weiß man, man hat eine anständige Verbindung und dann können die anfangen, endlich Anwendungsdaten auszutauschen. Also den HTTP-Traffic oder sonst was Lustiges. Ja? Du hast eben gesagt, die Verhandlung findet ganz spartanisch statt. Jetzt gibt es, denke ich mal, vom Null-Cypher bis hin zum 24-Byte-großen Schlüssel, denke ich mal, so ziemlich alles. Wird vorher festgelegt, dass von der höchsten Verschlüsselung bis runter zur geringsten Verschlüsselung gelaufen wird oder läuft man andersrum? Habe ich jetzt einen Client, der anfragt und sagt, ich kann sowohl den 0-Cypher als auch mit 1024 Bit und mit 2048 Bit, wird dann standardmäßig 2048 Bit genommen oder sagt er, okay, bleib beim 0-Cypher? Ja, da gibt es keine Vorschrift für. Also vorgeschrieben ist, dass der Client sein Angebot schickt, der macht halt diese Initial Offer und der schickt die in der Reihenfolge sortiert, was er am liebsten hätte. Und der Server sucht sich dann daraus aus, was ihm am besten passt. Das heißt, der Server entscheidet, weiß natürlich, was er am liebsten mag und der Server entscheidet, wird jetzt das getan, was der Client am liebsten mag oder was ich am liebsten mag. Oder machen wir einen Kompromiss. Aber das entscheidet der Server ganz eigenständig und da ist auch nichts festgeschrieben, wie der das zu entscheiden hat. Das heißt, er könnte theoretisch auf den Null-Cypher zurückschreiben? Nein, das Null-Cypher ist verboten. Ah. Also Null-Cypher und Null-Mac, nee, nur Null-Cypher. Naja, Null-Cypher ist auch nicht verboten. Aber das komplett Null-Cypher und Null-Mac beides zusammen ist verboten. Der Client müsste ablehnen einfach auch, ne? Der Client macht halt das initiale Angebot und der Server darf nur aus diesem Angebot auswählen. Das heißt, der Client kann das macht halt die erste Einschränkung, was er überhaupt zulässt. Und er muss halt damit rechnen, dass irgendwas von dem, was er angegeben hat, was er bereit ist zu tun, auch getan wird. Weil wenn er generell irgendwas nicht tun will, dann darf er es halt nicht anbieten. Na gut, jetzt reden wir ja bei dem Client und dem Server wie über zwei Personen. Das sind ja nun mal keine Personen. Für mich war jetzt die Frage, wir reden hier über Verschlüsselung. Verschlüsselung soll sicher sein. Das heißt, bietet der Client nur 2048 Bit Verschlüsselung an. Würde ich davon ausgehen, dass der Server sagt, jo, das ist das Größte, was du verschlüsseln kannst, also machen wir das. Du hast recht, wir reden nicht über Personen, aber wir reden hier eigentlich auch nicht über die Verschlüsselung, sondern wir reden hier, also Client und Server, das sind jeweils Programme. Und Programme stehen in einem bestimmten Kontext. Also zum Beispiel, warum ich überhaupt diesen Vortrag halte, ich habe einen TLS-Server implementiert. Der läuft auf einem Embedded-Gerät. Das heißt, das Ding kann nichts. Das braucht für so einen 1024-Bit-Schlüssel 70 Sekunden, um das auszurechnen. Da kannst du dir vorstellen, wie viel Spaß das macht, wenn der Client jetzt anbietet, wir können jetzt 2048 Bit machen und ich sagen müsste, ja, das machen wir jetzt.
Ne, das wächst halt sehr unangenehm, das ist nicht linear, das heißt, es dauert dann nicht 140 Sekunden, sondern bedeutend länger. Und darum ist es halt dem Server gestattet, sich da das auszuwählen, was ihm am besten passt. Und das muss er dann halt anwendungsspezifisch entscheiden. Also der Client macht halt eine ähnliche Entscheidung. Der muss halt vorher festlegen, was er überhaupt bereit ist zu tun. Und der Server weiß natürlich auch, was er überhaupt bereit ist zu tun. Wenn die sich da nicht einigen können, dann macht es auch Bumm. Dann gibt es eine spezielle Nachricht für. Das kommt hier mit dem Server Hello Done oder so. Dann wird ein spezielles Flag gesetzt und dann ist nichts mit Verbindung. Ist halt so. Wenn die sich auf nichts einigen können, dann wird es halt nichts. So. Aber ich hatte das ja gerade jetzt schon gesagt, ne? Auf meiner Plattform dauert das 70 Sekunden. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein ganz grottiger alter Arm, auf dem das läuft. Die modernen Rechner sind da alle bedeutend schneller und für die ist auch 2048-Bit kein Problem. Denkt man. Aber jetzt, das ist für meinen Client kein Problem und das ist für meinen kleinen Webserver, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht und der auf dem irgendwie 5 Leute am Tag mal irgendwie auf die Webseite gucken, ist das auch kein Problem. Aber stell dir mal vor, du bist eBay oder Amazon und alle Leute wollen mit dir verschlüsselt kommunizieren, Millionen Menschen weltweit gleichzeitig. Dann wird das doch schon eine extreme Rechenlast. Also die bauen dann halt spezielle Beschleunigerkarten in ihre Rechner ein, damit sie das überhaupt packen. Und weil man halt weiß, dass das teures Rechnen ist, ne, dieses Exponentieren macht überhaupt keinen Spaß. Muss man sich überlegen, wie man das jetzt abkürzt. Und vor allem, wenn man jetzt so ein, der Klassiker ist halt so ein Webseitenaufruf. Ne, und dann kann man sich ja vorstellen, ne, eine moderne Webseite, das ist ja nicht nur eine HTML-Datei, das sind ja auch dann zigtausend Bilder, Flash und hasse nicht gesehen. Alles Mögliche ist da eingebettet an externen Dateien, was alles auch runtergeladen werden muss. In der Regel vom gleichen Server. Und dann ist es ja sinnvoll, wenn man nicht komplett den kompletten Akt jedes Mal neu machen muss. Dafür gibt es das sogenannte Feature der Session Resumption. Und zwar teilt der Server in seinem Server Hello dem Client eine ID mit. Welche ID jetzt diese Session hat. Und der Client kann sich, im Client Hello, kann der sagen, hey, ich habe diese ID. Dann kann der Server sagen, jo, dann spielen wir ab da weiter. Oder er kann sagen, nee, dann müssen wir neu aushandeln. Also der Client muss in dem Fall, der Client will dann halt die alte Sitzung wieder aufnehmen, muss aber darauf vorbereitet sein, dass er doch die komplette Handshake machen muss. Wenn die Sitzung wieder aufnehmen, wechseln die direkt hier zu dem Change Cipher Spec und dem der Finished Message und benutzen einfach das gleiche Geheimnis, was sie vorher schon mal ausgehandelt haben. Das ist halt so eine Abkürzung und das ist total praktisch. Das passiert auch, wenn man F5 im Browser drückt, dann macht er auch genau das. Und das ist halt richtig, also das ist dann halt schnell und das ist total angenehm. Wie ist das so in den Webservern implementiert, wie lange die sowas vorhalten? Unterschiedlich, das können die nach Freidünken machen. Also was halt so in the wild existiert, halt so ein Apache oder so ein Lighty oder sowas. Wie lange cachen die das normalerweise? Das kann man vorgeben, also ich würde jetzt sagen so ein paar Stunden. Okay. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, also TLS 1.2 in diesem Fall ist halt auch noch nicht besonders verbreitet. Webserver bieten das in der Regel nicht an und Browser halt auch nicht. Das ist auch so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Die Browserhersteller sagen, warum sollen wir das einbauen, wenn es keinen Webserver anbietet? Und die Webserverhersteller denken sich, warum sollen wir das in unsere Webserver einbauen, wenn es keinen Browser unterstützt? Ja klar, die Frage ging jetzt eher dahin, aber das ist halt vielleicht dann wieder problematisch wird, wenn die das Wochen, Tage, Wochen und Monate vorhalten. Ja, klar. Es gibt da auch so ein paar spezielle Sachen. Also zum Beispiel, wenn die Sitzung nicht ordentlich beendet wird, es gibt so ein spezielles Verfahren, um die Sitzung ordentlich zu beenden, da
dann muss das gelöscht werden. Muss das Sitzungsgeheimnis gelöscht werden. Das heißt, wenn da irgendwer Unsinn baut, dann macht es direkt rum und dann muss alles weg sein. Das vorgeschrieben. Um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber natürlich weiß man nicht, wie lange jetzt der Server das cached. Da hat man auch keine Kontrolle drüber. Das heißt, es könnte also sein, dass ich 7-mal am Tag auf eine Webseite gehe und 7-mal dasselbe Geheimnis habe. Ja. Also, fast dasselbe Geheimnis. Refresht sich das denn? Also, sagen wir mal, wenn ich eine Session fortsetze, fängt der dann ab da an, dann wieder das neu vorzuhalten? Oder fällt die Sitzung generell einfach nach X Zeit? Das hängt. Ich weiß nicht, wie das in The Wild aussieht bei GnuTLS oder so. Ist halt auch unheimlich. Also GnuTLS ist ja auch nur eine Bibliothek, da kann man das halt, muss der Programmierer das festlegen, wie das in der Anwendung aussehen soll. Aber das ist halt im Server freigestellt, ob der das refresht, ob der das. Der kann auch sagen, hey, ich habe gar keinen Speicher, ich schmeiß jetzt alles weg. Das kann der halt auch machen. Der ist halt nicht verpflichtet, das irgendwie eine Zeit lang vorzuhalten. Der kann das sofort wegwerfen, der kann aber auch nachher feststellen, oh, jetzt wird es eng mit meinem Speicher, jetzt schmeiße ich die ältesten Sessions weg. Oder jetzt kommen mal neue Sessions rein oder. Aber initialisiert wird es immer vom Client. Also, dass man die Sitzung fortsetzen will. Genau, der Client muss sagen, ich will eine alte Sitzung fortsetzen. Okay. Der Server hat da keinen Einfluss drauf. Was es angeht, ob es dasselbe Geheimnis ist, ist fast dasselbe Geheimnis. Und zwar ist das so eine Hierarchie. Und zwar das erste, was man austauscht, jetzt zum Beispiel über RSA oder über Diffie-Hellman, das ist das sogenannte Pre-Master Secret. Daraus wird das Pre wird natürlich das Master Secret generiert. Und daraus werden die Keys abgeleitet. Insgesamt 4 Stück. Und zwar einmal für Verschlüsselung, einmal für Integritätsprüfung und das für jede Richtung. Also haben wir 4 Schlüssel. Wäre das ja total witzlos. Da würde ja aus dem gleichen Pre-Master Secret immer das gleiche Master Secret rauskommen. Und dann könnten wir auch direkt das Pre-Master Secret nehmen. Aber in den ersten beiden Nachrichten wird noch das Server Random und das Client Random ausgetauscht. Und die beeinflussen das Master Secret mit. Und das wird wenn die Sitzung wieder aufgenommen wird, werden halt diese Hello Messages ausgetauscht und in denen stehen die Zufallswerte drin. Die bestehen aus einer 32-Bit Unix Timestamp und 32-Bit Unix Timestamp und 28-Byte Zufall. Und die fließen da mit ein und damit gibt es dann jeweils auch immer frische Keys für jede Verbindung, auch wenn die auf dem gleichen Pre-Master Secret beruht. Also vom Grund her dasselbe, aber definitiv, es kommen andere Schlüssel raus, Das ist auch, also für die Stream-Ciphers ist das total essentiell, weil wenn man eine Stream-Cipher zweimal mit dem gleichen Schlüssel startet, ist das ganz großer Murks. Und zwar, eine Stream-Cipher funktioniert,
Nach diesem Prinzip, ich erläutere das mal kurz. Das hier ist eine State Machine. Und die State Machine, das ist ein Zufallszahlengenerator, wirft halt einen sogenannten Cipher Stream aus. Und der wird einfach direkt XOR verknüpft mit dem Plaintext und produziert den Ciphertext. Normalerweise Bit- oder Byteweise. Und der wird halt initialisiert mit dem Schlüssel K. Und ändert seinen internen State halt andauernd. Halt so ein normaler, wie so ein normaler Zufallszahlengenerator, halt nur in kryptografisch sicher. Ist ganz nett, aber man kann sich vorstellen, wenn ich das zweimal gleich starte, was ich, also zum Endschlüssel macht man genau das gleiche. XOR und XOR hebt sich gegenseitig auf und dann hat man wieder den Plaintext. Aber wenn ich jetzt eine zweite Verbindung aufmache, dann kann ich zweimal den Ciphertext, wenn er von der gleichen Stelle kommt, miteinander XORen. Ich hätte das X auch von den beiden Plaintexts. Und das ist ganz groß böse. Das sollte man tunlichst vermeiden. Da gibt es super Angriffe für, wie man dann ruckzuck an die Daten kommt. Also das tunlichst vermeiden. Sind schon Leute für auf einen elektrischen Stuhl gegangen, weil sie so einen Scheiß gebaut haben. Also es waren dann irgendwelche Spione in den USA, die halt aufgeflogen sind, weil sie zweimal den gleichen Schlüssel benutzt haben. Und die sind dann nachher, waren die Rosenbergs, hießen die. Die sind dann nachher auf einem elektrischen Stuhl gelandet. Also, wer in seinem Leben nicht zweimal die gleiche Stream-Cypher mit dem gleichen Key initialisieren. Keine gute Idee. So. Jetzt können wir das Licht wieder runterdimmen. Dann kommen jetzt noch ein paar langweilige Tabellen, und zwar was es so gibt. Das ist so ein großer Unterschied zwischen TLS und SSH. Bei SSH wird alles einzeln ausgehandelt. Wir haben ja verschiedene Verfahren. Wir haben das Schlüsselaustauschverfahren, haben wir jetzt RSA habe ich vorgestellt und Diffie-Hellman haben wir an der Tafel gemacht. Das sind die beiden wichtigsten. Man kann auch noch was mit elliptischen Kurven machen und so, und man kann auch noch was mit Pre-Shared Keys machen. Aber das ist der eine wichtige Parameter. Dann haben wir die Cipher, die wir benutzen. Ganz wichtig, ne? AES ist total beliebt, seht ihr hier unten. AES 128 und 256. Und dann haben wir noch die MAC-Funktion. Dafür werden Hash-Funktionen benutzt. Die müssen auch ausgehandelt werden. Und bei SSH wird das so gemacht, das wird alles einzeln ausgehandelt. Das heißt, man kann da auch beliebige Kombinationen voneinander veranstalten. Das ist eigentlich ganz praktisch, kann so kleine Sicherheitsprobleme mit sich bringen, wenn das eine mit dem anderen nicht anständig funktioniert, sicherheitstechnisch. Das kann es geben und das sollte man vermeiden. Und bei TLS haben die halt haben die das in so Pakete gebündelt, sogenannte Cipher Suites. Und zwar haben wir hier ganz oben zum Beispiel TLS mit RSA, mit der Null-Cipher und MD5. Oder hier TLS, RSA mit RC4, 128-Bit mit MD5. Ist beides nicht so toll. Ja, wegen MD5 und Null-Cipher kann man sich vorstellen, die ist voll sicher. Diese Cypher-Suites haben 16-Bit-IDs und über diese IDs werden die auch ausgehandelt. Da werden halt andauernd auch irgendwelche neuen vorgestellt und neue vorgeschlagen. Also wir haben hier noch als kleine Ausnahme noch mal Triple Des. Single Des gibt es nicht mehr, ist verboten, macht man nicht mehr. Triple Des ist aber noch voll okay. AES ist halt jetzt auch, das sind die Standard-RSA-Verfahren, die es gibt, die im Standard genannt werden und vorgeschrieben sind. Null-Cypher fragt man sich, wozu das? Aber manchmal braucht man halt gar keine Vertraulichkeit, sondern will nur Integrität haben. Und dafür ist das dann gedacht. Falls man dann irgendwie unheimlich wenig Rechenpower hat oder keine Ahnung,
zu wenig Speicherplatz hat, um auch noch die Cypher zu implementieren oder so. Finde ich es ein bisschen albern, aber na gut, wenn Leute das tun wollen, sollen sie es tun. Man kann ja seinem Client verbieten, das auszuhandeln. Das wird übrigens auch empfohlen im Standard, das nicht auszuhandeln, sowas. Das sind die Diffie-Hellman-Verfahren, das sind ein paar mehr. Und man sieht sofort, hier gibt es, hier steht noch ein bisschen mehr, hier steht DH steht für Diffie-Hellman. Es gibt Diffie-Hellman-Ifermo, das ist mit langfristigen Schlüsseln und Diffie-Hellman nur so, ist mit kurzfristigen Schlüsseln, da werden dann nochmal extra Schlüssel generiert. Was dahinter steht, hier steht wieder RSA oder DSS. Das ist das Signaturschema, mit dem halt dieser private der öffentliche Schlüssel signiert wird. Das wird halt auch ausgehandelt. Bei RSA ist das immer eine RSA-Signatur auch für den Schlüssel. Aber hier hat man halt die Wahl zwischen dem DSS, sagt den meisten vielleicht jetzt so auf Anhieb nichts, aber DSA vielleicht dann doch schon. Das ist das Gleiche. DSS ist der Digital Signature Standard und DSA ist der Digital Signature Algorithm. Man redet meistens von DSA, aber der Standard heißt halt DSS und darum steht da DSS. Und hier haben wir halt wieder die Verfahren AES, 256-Bit, CBC und die Hash-Funktion SHA und SHA-256. Die werden übrigens im HMAC-Modus alle benutzt, also es gibt nur den HMAC. Zur Integritätssicherung. Ja? Haben die eigentlich schon SHA-3 mit aufgenommen? Nein. Stimmt, da haben wir noch 4 Jahre Zeit. Das ist auch von 2008. Also. Ja, da stimmt, wir haben noch 4 Jahre Zeit. Ich hätte ja sagen können, dass sie zwischendurch noch irgendwie mal ein Update von den RFCs gemacht haben. Ja, es gibt halt diese Erweiterung des RFCs. Da wird wahrscheinlich auch bald eins kommen, was das dann auch erlaubt. Aber. Da besteht jetzt auch noch nicht so der Bedarf. Also man ist da erstmal dabei, halt MD5 rauszukicken. Das hat meiner Meinung nach auch höhere Priorität, als da SHA-3 aufzunehmen. SHA-2-Familie ist immer noch gut genug. Das MD5 ist schon seit wie vielen Jahren als unsicher bekannt? Ich weiß nicht, wann war das? 2001 oder so? Ach, die erste yes. Politik... Ja, dann haben wir auch Zeit. Das AC4 war ja auch nicht die nächste Wahl. Also, ja, man erschreckt sich, wie weit das verbreitet ist, auch noch für so Zertifikate und ja. Echt wichtige Zertifikate. Mag man nicht dran denken. Mag man nicht dran denken. Das sind jetzt die Diffie-Hellman-Anon-Verfahren. Anon steht für Anonymous. Anonym ist ja eigentlich immer ganz toll und schön, aber hier nicht. Hier bedeutet das nämlich einfach, dass es kein Zertifikat gibt. Und heißt halt, du tauscht halt irgendwie einen Schlüssel aus, aber weißt nicht so richtig mit wem. Das ist, macht dann Sinn, wenn man andere Schichten hat, über die dann halt sichergestellt ist, dass man mit der richtigen Partei den Schlüssel austauscht. Also das kann man ja noch an anderen Stellen überprüfen. Ist aber mit dem Standard aufgenommen, wird aber auch im Standard davon abgeraten, das zu tun, es sei denn, man hat wirklich gute Gründe dafür. Habe ich noch was? Ich glaube nicht, das waren die Folien. Zu Anfang hast du gesagt, dass TLS aus OpenSSL. Aus SSL. Entschuldigung, aus SSL. OpenSSL ist eine Implementierung von SSL. Okay. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich zum Beispiel meinen SSH-Server haben will und den OpenSSH, dann schreit er sofort, du, ich will OpenSSL haben. Oder so. Ich will SSL haben. Von TLS bin ich der Meinung, habe ich da noch nichts gelesen. Ja, ja. Jetzt die Frage, muss ich jetzt erstens dem OpenSSH-Server sagen, also SSL kriegst du nicht mehr, du kriegst jetzt TLS. Oder brauche ich das nicht? Und inwiefern ist das nötig, besser? Also da muss man unterscheiden. SSL und TLS sind die Standards
für den Verbindungsaufbau. Da sage ich ganz einfach, SSL nicht benutzen, TLS benutzen, möglichst hohe Version benutzen. Die haben auch internen Aushandlungsverfahren, wie man jetzt auf die neueste Version kommt, dass die sich auf die richtige Version einigen. Das kann ich gleich nochmal erzählen, wie das, was das dann mit dem Versionsfeld und so auf sich hat und den anderen Feldern. OpenSSL ist aber eine Implementierung und stammt noch aus den Zeiten, als es TLS nicht gab, darum heißt es OpenSSL. Also OpenSSL ist halt ein Projekt von Leuten, die das programmiert haben und in eine Bibliothek gepackt haben und die heißt jetzt nun mal so. Und die implementiert natürlich auch schon lange TLS. Und dein OpenSSH, SSH ist halt nochmal, ist auch in einem RFC spezifiziert, aber SSH hat eigentlich erstmal gar nichts mit TLS zu tun. Das sind zwei komplett verschiedene Protokolle. Die Tatsache, dass dein... du hast schon recht. Dein OpenSSH will OpenSSL sehen. Und das liegt daran, dass OpenSSL als Schnittstelle nach außen nicht nur anbietet, jetzt eine SSH- oder TLS-Verbindung aufzubauen, sondern auch die ganzen Krypto-Primitiven nach außen führt. Also... Zum Beispiel, wenn man es jetzt eilig hat und ich brauche mal schnell AES, dann greifen viele Leute zum Beispiel auf OpenSSL zurück. Weil da ist AES implementiert und gar nicht mal so schlecht und relativ effizient und mit Hardware-Unterstützung teilweise und so. Und das ist halt geprüft und das kann man halt benutzen. So, und die bieten nicht nur AES an, sondern halt auch die ganzen asymmetrischen Krypto-Sachen. Und OpenSSH benutzt jetzt OpenSSL für diesen ganzen Kryptokram. Also die benutzen gar nicht das SSL, was da drin steckt, sondern die benutzen nur die Kryptofunktion daraus. Habe ich das soweit zufriedenstellend beantwortet? OpenSSL ist doch, was in, also bei der Kompilierung von OpenSSL rauskommt, ist, soweit ich es nicht entsinne, irgendwie eine Bibliothek. Richtig. Eine dynamische, wobei dynamisch statisch ja vollkommen egal ist. Die stellt sowieso bloß die Verfahren dar, die liefert keine Programme. Und wenn du mir sagst, OpenSSH benutzt ja nur die Verfahren, dann benutzt das komplettes OpenSSL. Vielleicht nicht. Nein, du brauchst das komplette OpenSSL dafür natürlich. Aber die Teile, die aus dieser kompilierten Bibliothek genutzt werden, der Code, der wirklich ausgeführt wird, das sind nur die Kryptokomponenten. Also so eine Bibliothek wird ja nicht immer komplett genutzt. Weil wenn du die glibc baust, dann benutzt du ja auch nicht jede abgedrehte komische Funktion daraus, sondern nur ein paar. Und genauso ist das jetzt auch mit OpenSSL. Da werden halt nur Teile von genutzt, aber du brauchst natürlich das komplette OpenSSL. Die OpenSSH-Leute könnten natürlich auch dahergehen und sagen, so, wir kopieren jetzt den Source-Code aus dem OpenSSL in unseren eigenen Source-Tree rein und machen dann diese Abhängigkeit weg. Machen sie aber nicht. Aber werden schon ihre Gründe dafür haben, vielleicht sind das auch Lizenzgründe, keine Ahnung. Aber irgendwelche Gründe werden die wahrscheinlich haben. Wenn ich jetzt irgendwie eine Möglichkeit finde, OpenSSH davon zu überzeugen, dass es nicht OpenSSL, sondern TLS verwenden soll, bin ich denn dann trotzdem in der Lage, eine Verbindung zu einem Server herzustellen per SSH, der mit OpenSSL arbeitet und nicht mit TLS? Ja. Also OpenSSL verwendet auch TLS, ne? Ja. Also. Ich weiß nicht, ob das klar wurde. Und TLS ist halt ein Standard und keine Implementation. Also es gibt verschiedene Implementationen von TLS. Die populärste so ist GNU-TLS. Soweit ich weiß, kann man aber OpenSSH nicht umgehen, dass es GNU-TLS benutzt. Aber wenn man das könnte, also wenn du jetzt irgendwie ordentlich rumpatcht am OpenSSH Source und den auf GNU TLS umbiegst,
dann funktioniert das auch mit einem anderen OpenSSH-Server, der mit OpenSSL-Funktionen arbeiten würde. Das würde funktionieren. Weil die ganze Krypto und so ist ja im Standard spezifiziert, wie das gerechnet werden muss. Und das ist natürlich unabhängig von der Implementation. Du kannst ja zum Beispiel auch mit GNU-PG signierte E-Mails mit PGP verifizieren, das geht ja auch. So, was sagt die Uhr? 5 Minuten gönne ich mir noch. Da gehe ich jetzt nochmal zurück. Das ist mir eingefallen, das ist vielleicht nochmal interessant. Und zwar, dieses Typfeld, also Version ist ein 16-Bit-Feld und Length ist auch ein 16-Bit-Feld. Das heißt, diese Records, diese Pakete, die TLS austauscht, sind laut Standard auch begrenzt auf eine Maximallänge von 2 hoch 14 Byte, das sind 16 Kilobyte. Also, so ein Paket ist maximal 16 Kilobyte groß und die Kompression darf maximal 2048 Byte, also 2 Kilobyte noch hinzufügen. Das ist ein bisschen komisch, ne? Aber es kann dir passieren beim Komprimieren von Daten, dass die Daten größer werden. Das kann passieren. Und da, das ist halt auch beschränkt. Es darf nur bis zu einem gewissen Punkt wachsen. Und halt die Länge der Pakete ist halt stark begrenzt auf 16 Kilobyte. Das ist total praktisch für meine Implementation, weil ich dann nur 16 Kilobyte Buffer brauche. Das ist ein bisschen blöd, weil bei SSH sind die Pakete bis zu 32 Kilobyte groß, die man buffern muss. Das ist auch so kleinen Dingern, ist das schon ein großer Unterschied. Versionsfeld ist auch 16-Bit und das ist nochmal eine ganz lustige Sache. Das Versionsfeld ist, steht halt 16-Bit, sagte ich, 2 Byte und ist aufgeteilt in eine Major und eine Minor Version Number. So. SSL 2.0 hat noch irgendwie anders das gemacht, aber mit SSL 3.0 wurde die Major-Version auf 3 gesetzt und die Minor-Version auf 0. Mit TLS 1.0 war das 3.1. Mit TLS 1.1 kann man sich jetzt denken, 3.2. Bei TLS 1.2, wer kann es raten? 3.3, genau. Ist ein bisschen irritierend, ne? Hier haben wir die 2, da haben wir die 3, aber so ist das nun mal. Also man könnte jetzt auch sagen, TLS 1.2 ist SSL 3.3. Sagt man aber nicht. Verwirrt die Leute nur noch mehr. So, das ist das Versionsfeld. Es bleibt eigentlich die ganze Verbindung über auch gleich. Nur bei der initialen Aushandlung ist das so ein bisschen anders, da muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar bei dem Client Hello schickt der Client unter Umständen eine kleinere Versionsnummer und in einem extra Feld schickt er dann die maximale Versionsnummer, die er unterstützt. Damit man halt so die Version auch aushandeln kann. Wäre sonst ein bisschen blöd, sonst müsste man halt seinem Browser fest vorgehen, welche TLS-Version er sprechen soll. Und könnte dann nur die Version mit einem Server sprechen. Und so hat man halt die Möglichkeit, nach oben hin zu migrieren. Das heißt, wenn alle Server dann mal irgendwann TLS 1.2 implementiert haben und alle Clients das per Default auch anhaben, dann würden die alle automatisch auf TLS 1.2 migrieren. Und der Client, der User müsste nichts großartig tun dafür. Total praktische Sache. Aber kann das sein, dass das nicht so ganz toll funktioniert? Ja, das kann sein, dass das gar nicht so toll funktioniert, wenn die nämlich Buggy-Implementationen haben. Und die gibt es ziemlich viele. Wenn man zum Beispiel in Opera TLS 1.2 angemacht hat, dann
ging mir da gar nichts mehr auf dem Ansatz. Ja, Opera hatte da lange Zeit Probleme mit und ich meine auch, dass diverse Webserver damit immer noch Probleme haben. Also ich meine, OpenSSL hatte da lange Zeit große Probleme mit. Wenn der irgendwie eine Version gesehen hat, die er nicht kennt, dann macht es groß rum. Also ich meine, da war sogar mehr Problem in OpenSSL als in Opera. Genau, das erste Feld, das Type-Feld, ein Byte lang. Es gibt vier Typen von Nachrichten. Die sind 20, 21, 22 und 23. Ah, komm. Inkrementieren, das wird doch nur gehen. 23. Ich bin mir jetzt gerade bei der Zuordnung nicht mehr ganz sicher. Ich meine, 23 wäre Application Data, das, was wir am Ende schicken. Das geht, das sind die ganzen Nutzdaten, die da durchgehen. Das ist auch erst erlaubt, Nutzdaten zu versenden, wenn die erste Aushandlung erfolgreich war. Also bevor jetzt überhaupt so ein Handshake stattgefunden hat, dürfen keine Anwendungsdaten übertragen werden. Das verhindert halt, dass irgendwie der Webserver euch die Webseite schickt, bevor er jetzt einen Handshake gemacht hat. Das wäre äußerst unschön. Weil dann geht die Webseite doch im Klartext über die Leitfähigkeit. Äh, 20 ist das Handshake-Protokoll. Das ist das, was wir uns hier die ganze Zeit angeguckt haben. 22 ist Handshake. Okay. Hast du es gerade offen? Ja. 21 ist Alert. Ah, gut. Da hatte ich noch gar nichts zu erzählt, dann ist das hier Change Cipher Spec. Die Change-Cipher-Spec-Message haben wir hier schon gesehen. Warum das keine normale Handshake-Message ist, konnte ich noch nicht so richtig nachvollziehen. Also, dass RFC sagt, das hat was mit dem Pipelining zu tun. Ich weiß nicht genau, wie moderne Netzwerk-Stacks aufgebaut sind, aber es kann natürlich sein, dass die Pakete irgendwie durcheinander geraten und dann muss man natürlich sicherstellen, dass das Change Cipher Spec vor dem Finish übertragen wird. Wenn es da irgendwie durcheinander kommt, dann ist das natürlich ganz großer Bullshit. Auf jeden Fall hat das ein eigenes Typwert. Handshake haben wir gesehen. Und Alert ist halt, um Fehlernachrichten und Warnungen auszutauschen. Und am allerwichtigsten, um die Verbindung gracefully zu schließen. Damit wir auch nachher die Session resumen können. So. Damit wäre ich mit der Vorstellung von TLS 1.2 durch. Und wir haben noch 14 Minuten, bis der nächste Vortrag beginnt. Seid ihr fertig? Oder wollt ihr mehr? Eine Frage noch. Ja. Auf welchem Mikrocontroller läuft das denn jetzt? Und so, du hast gesagt, du hast das implementiert, ne? Ja, auf einem ARM7 TDMI. Okay. Das ist ein SAM7X von Atman. Der läuft bei 50 MHz, meine ich. Aber das läuft aus dem Flash und der Flash hat mindestens einen Wait Cycle, einen Wait State. Das heißt, das läuft echt grottenlangsam, also das macht keinen Spaß. Aber mein Chef, der hat das auf einem anderen Rechner ausprobiert, auf einem etwas besseren Arm und da ging das wohl ratzfatz. Aber ist nicht offen, die Implementierung, oder? Doch, das ist. Also, das ist meine Krypto-Bibliothek, die da benutzt wird als Krypto-Backend. Die steht unter GPL 3.0. Und die TLS-Implementierung steht unter BSD. Ach, cool.
Gibt es hier im SVN zum Router? Nee, nicht im SVN, das gibt es im SVN vom Ethernet-Projekt. Ah, okay. Hm. Da arbeite ich und das war jetzt so das letzte Jahr über, habe ich das dann implementiert. Okay. So, also wenn ihr noch Bock habt, kann ich noch was zu den Angriffen erzählen, aber ich glaube, ich habe mir schon genug erzählt, oder? Wollt ihr noch was hören? Wollt ihr was essen? Wollt ihr noch was trinken? Nichts. Dann sage ich mal Essen. Ich habe nämlich Hunger. Finde gut, ich auch.